Militär. Ne, warte mal. Zombies und Action. Plattform nehmen wir mal das hier. PC und die Playsy. Das ist nur für Erwachsene. Ne, das ist Zlaus Uncut. Mit der Super Engine hier. Okay. Das haben wir. Vielleicht muss ich auch manche Sachen mal ein bisschen aushaken. So ein Actionspiel braucht nicht so krasse Dialoge. Sind abgeschlossen. Wir können nun beginnen, diese zu entwickeln. Für ein AAA-Spiel benötigt man gut ausgebildetes Personal. Und am besten setzt man auf Spezialisten in den verschiedenen Bereichen. Okay. Die F&E-Abteilung nutzt, um spezielle Marketingkampagne zu starten. Okay, krass. So, die Engine muss ein bisschen krasser. Ach, da arbeiten alle auf einmal dran. Ist das ein ganz kleines Spiel aus? Hab ich denn da gemacht? Stehe ich nicht. Ja, anscheinend schon, weil da kriegen wir nicht viel zusammen in der Zeit, ne? Lol, was ist das denn? Okay, hab ich gerade vergessen, glaube ich, anzuklicken oben. Großes Spiel. Das ist jetzt wieder so ein ganz Minispiel. Aber ich hau einfach ganz viele Minispiele raus. So, komm, hau mal rein. 2,18 Millionen. 1,4 Millionen Fans habe ich sogar, krass. Unentdeckter Bugs gab. Sie verlangen einen Patch für das Spiel. Ja, muss ich mal machen wohl dann, ne? Schade, dass ich den nicht machen kann. So, künstliche Intelligenz. Da muss raus. Okay, Dialog ist kacke. Tschüss, Sikowski. Haut mal rein. Boah, er hat gerade 6 oder 7 auf einmal gemacht, ey. So, Spielehistorie. Ja gut, muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwie einen Patch dafür entwickeln kann. So. Und das Labor sollte ich natürlich auch schon forschen lassen, ne? Eigene Spielemesse. Möglichkeit des Internets. Hardware. Projektgröße 800. Das machen wir doch mal. So, das kann raus. Hier kann leicht Plus. Da haben wir schon Stereo-Sound. Okay. Vielleicht muss ich auch mal wieder ein paar Sachen erforschen. Ein paar technologische. So. Aber ich kriege ja im Moment nicht viel Forschung halt, ne? Na gut, immerhin 300, 300. Vielleicht ist das Spiel ja trotzdem nicht so schlecht, ne? Oh, weißt du, die müssen mir auch mal kurz Zeit geben, darauf zu reagieren. So, mal gucken, was das Spiel für eine Bewertung kriegt. Das Spiel ist voll scheiße, oder? Vier, okay. Ja gut, ist egal. Ich brauche die Forschungspunkte. Ich bringe jetzt einfach jede Menge Scheiße raus, damit ich Forschungspunkte kriege. Erfüllt die Erwartung nicht ganz. So, hier in dieser Ecke läuten wir auch mal die Urlaubszeit ein. Zack. Trainieren lassen sollte ich die noch nicht. Dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Ha, guck mal, 1,2 Millionen Umsatz zumindest schon mal. So, der ist jetzt auch gleich aus dem Urlaub wieder da. Dann werde ich mal ein neues Spiel machen. Das ist ein AAA-Spiel, ja. Das wird ein, einfach was, wo man drauf setzen kann. Militär-Action, ne? Plattform ist die Playsy. Das Dingen hier. Und was haben wir noch hier? Action Plus Plus. Gibt's noch welche? Nö. Ja, nehmen wir doch die hier. So, in der Spielengine 7. Das ist Leut. Ne, wie nennen wir den denn mal? Roughneck Klaus heißt das. So. 23,8 Millionen kostet das Spiel, Alter. Bin ich ja mal gespannt. So, Leute, haut rein. Ihr seid alle gefordert. Wir haben angefangen. So, wie lange dauert das noch? Ah, ein bisschen dauert es noch. So, er muss hier. Er kriegt jetzt nochmal einen geilen Boost hier. Ach so, den Boost, den kauft man einmal und hat man den quasi danach immer. Die Stories und Quests. Verzweigen der Erzählungen. Full Motion Video. Nö. Lassen wir mal so. Das kriegt alles noch Plus. Gameplay war der Jack Howard. Ach nee, Quatsch. War ja der Justin Logan jetzt Experte, ne? Und der Jonah Jefferson, der daneben sitzt, der soll ja mal Engine-Experte werden. Story Quests. Lass ich den Leroy machen. So. Ich hoffe, das wird gut. Aber da geht natürlich jetzt auch viel Zeit einfach rein, das Spiel, glaube ich. Ne? Man sieht ja, der lädt super langsam, der Ladebalken. Da werden wir jetzt bestimmt erstmal 2 Jahre dran entwickeln, an dem super krassen Spiel. Würde ich gerne einstellen, AAA-Spiel, 9 Jahre Entwicklungszeit. Diablo Klaus, würde ich das dann nennen, ne? Zwinker, Zwinker. Okay, 3,2 Millionen habe ich mit Slaus Uncut erreicht. War halt auch ein Scheißspiel, ne? Ne, das sollst du nicht machen. Ich möchte eine Marketingkampagne machen. So, große Kampagne. Boah, Technologie ist schon richtig krass viel drin, ey. Haut mal rein, Freunde.
Aber ich denke mal, das haben wir sonst auch immer gehabt am Anfang. Jetzt kommt Gameplay, jetzt kommt mehr Design dazu. So. Dann wird er das bestimmt gleich einholen und dann richtig abgehen, sag ich mal. Ne? Also so richtig. Ne? Da ist einiges drin hier bei Roughneck Klaus. Guck mal, wir haben schon bei einem Viertel 250. Da müsste ich eigentlich mit beiden Werten ganz super easy, locker, flockig über 1000 kommen. So, nochmal einen Schluck trinken musste ich. Ne, mein Mund wird immer so schnell trocken. Tut mir leid. Hoffentlich erbe ich da nicht von meiner Oma. Da waren die Speicheldrüsen kaputt. Ne? Auch blöd. Muss man immer Wasser trinken stattdessen so. Okay, okay. Die Dialoge, da ist ja schon alles raus. Gameplay, Level Design. Da packen wir mal ihn rein, Level Design. Künstliche Intelligenz macht mal hier so ein Code, der Parsons. Und die Dialoge macht auch mal ein Parsons. Ich mach gar nichts. Kann ich irgendwas machen? Ich kann mal trainieren. Was hab ich denn? Dad Sheep. 370, Technologie Design. Ich will hier natürlich der Chefdesigner wieder werden. Kann man da jetzt auch einen Boost für nehmen? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Boah, 13 immer dazu. Ist schon krass. Ist schon krass. Ich bin Gary White von Gamers. Ja, das akzeptieren wir natürlich. Ich bin bescheiden. Dadurch wird der Hype natürlich aber auch nicht so groß, ne? Aber eigentlich hätte ich das mal pushen sollen, weil ich hau ja schon viel rein, ne? So, trainieren. Der kann nochmal trainieren. Eigentlich direkt. Weil ich glaube nämlich schon, dass das hier durch schneller geht. Durch diesen Boost. So, 500 und 500 bei der Hälfte gleich. Finde ich gut. Finde ich gut, also. Finde ich richtig gut. Hart an der Spiele-Engine gearbeitet. Ja, die verschenken wir, die alte Engine. So, Entscheidung abzugeben. 3,7000 und die kriegen das. Ne? Warum auch nicht? Warum soll ich den Fans nicht die alte Engine geben? Muss ich ja echt mal sagen. Und ich glaube, das mache ich nächstes Mal mit dem Boost wieder hier. Und ich würde gerne mehr einstellen können. Können wir nicht hier Großraumbüro erforschen oder so? Mit 20 Leuten? Das wäre schön. Das gefällt mir an den anderen Game Dev Spielen etwas besser. So, er soll nochmal trainieren. Aber ich lasse jetzt erstmal Forschung zusammenkommen. Und dann mache ich ihn gleich zum Spielewelt-Design Spezialisten, ne? Aber erst, wenn ich 200 Punkte habe. Oh, seit wann ist das hier? Ach, Leute, ich habe einen kleinen Stand diesmal nur gemacht. Ups. Da können natürlich auch nicht so viele hinkommen, ne? Aber immerhin. 1,7 Millionen. Boah. In die Top 40 geschafft? Mann, Mann, Mann. Ja, da muss ich wohl nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Geld für den Messestand ausgeben, damit mehr Leute kommen, ne? So, die Hardware-Erforschung ist gleich durch. Waren ja 800, nicht? Komm, hau rein hier. Okay, Grafik. Oh, 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 Grafik. Mach mal den Leroy Rupshaw. Sound macht mal eher. Ne, Grafik kann ich besser machen. Ich bin ja besser sogar. Spielewelt-Design brauchen wir nicht so viel. Okay. So, gucken wir mal, ja. Ah, wir können jetzt unsere eigene Spielekonsole herstellen. Ja, Hardware-Labor öffnen. 5 Millionen, scheiß drauf. Okay, das ist jetzt fertig. Ja. Ah, guck mal. Konsole entwickeln. Kostspieliges Unterfangen. Ja, was kostet das jetzt? Ja, ich klicke jetzt nicht zu schnell. 11 Millionen. Ha, okay. Klaus One heißt sie natürlich. Wieso kann ich denn hier nichts sehen? Klaus One mit Ausrufezeichen. Budget der Qualitätssicherung 30 Millionen. Machen wir mal. Ah ne, ich forsche erstmal noch ein bisschen weiter, was die können muss, die geile Engine. Die geile Konsole. Und hier mache ich auch nochmal direkt ein neues Projekt. Möglichkeiten des Internets erforschen wir mal. Das könnte etwas dauern, ne? Es gibt halt viele Möglichkeiten, aber meine Jungs, die sind ja gut trainiert, die machen das schon. So, nach so einem AAA-Game ist auf jeden Fall erstmal Urlaubszeit für die Hälfte der Leute hier. Ach, nur ein Schlückchen von diesem schwarzen Getränk hier. Oh, also die beiden. Da wird es aber eng hier, oder die drei, ne? So, hau mal rein hier. Komm, 1000 will ich noch haben, dann dürft ihr auch in Urlaub. Aber ihm wird es schon schlechter jetzt. Jetzt kommen keine Zweier- und Dreier-Bubbles mehr. Schon schade.
Aber ich bin zuversichtlich, dass ich bei Grafik noch 1000 schaffe, bei Design. Da bin ich ganz sicher. Chaka chaka. Mit neuen Themen. Ja gut, ist jetzt nicht so ein neues Thema. So, haut mal rein. So, er ist ausgebrannt. Kann ja auch direkt in den Urlaub schicken, dann ist er zumindest gleich wieder da zum Bugs beheben und kann dann vielleicht nochmal reinbuttern. So, komm, hier hätte ich gerne noch 1000, aber ne, ja, hier könnten wir noch 1000 schaffen, aber bei Technik schaffen wir 900 niemals mehr jetzt. So, eigentlich kann das ja ruhig auch noch länger dauern, ne? Dann sind die gleich alle wieder da. Ah, ne, 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 nicht trainieren. Auch in den... Achso, ihn kann ich nicht. Den letzten Typen kann ich nicht in den Urlaub schicken. Toll. Achso, der ist schon im Urlaub. So. So, guck mal, jetzt sind die wieder da. Die übernehmen wieder. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Grafik und Technologie. Komm. Ja, schön. So ist gut. So ist gut. Mehr Grafik noch, Freunde. Komm, 1000 Grafik will ich das erste Mal haben. Dann gibt es bestimmt ein Achievement. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Die hauen mir zu viele Bugs raus. Aber komm, 15 Design schaffen wir noch. Komm, irgendwie, Freunde. So, noch 10. Weiter. Ihr sollt weiter an dem Scheißspiel arbeiten. Komm, noch 9, noch 8, noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. So, 1001. Bam, beides neuer Rekord. Das ist gut. So, aufgrund der verbesserten Arbeitserfahrung erhalten natürlich alle mehr Geld. Ja, ja, passt schon. So, wir haben erste Bewertung für das Spiel. Warum werden die denn immer so schlecht? Verstehe ich nicht. 5, 5, 5, okay, und 6. Ja gut. Aber warum? Verstehe ich nicht. Ist ein geiles Spiel gewesen eigentlich. So, machen wir erstmal Auftragsarbeiten. Knüppeln wir alles durch. Bis auf das Space Shuttle. Da fahre ich diesmal nicht drauf rein. So. Ein Film. In 5 Wochen 5600 fast? Nee, mache ich nicht. Können die mich mal. So, Roughnecks. Guck mal, geht doch mal richtig hoch. Jawohl, Goldstatus erreicht. Die Begeisterung an dem Spiel scheint kein Ende zu nehmen. So, und wir machen uns in dem Hype Auftragsarbeiten hier. Weißt du, Bibliothekssoftware, so eine Scheiße. So, Platinstatus. Riesenpotenzial für die Spielebranche bereithält. Nein. Nein, gibt's ja nicht. Krass eigentlich, ne? Oh, neues Forschungsgebiet, MMO. MMO. Ein MMO werde ich jetzt erstmal erforschen. MMO, wo ist es denn? Gameplay. Visorius-Unterstützung. Selbstlernende KI. Ja, MMO kann ich wahrscheinlich so jetzt bei anderen Sachen wählen. 2D-Grafik brauche ich nicht. Dynamische Welt. Das erforschen wir doch mal, während die anderen weiter Auftragsarbeiten machen. So, Datenbank aufräumen. Haut mal rein. So. So, die Sprite-Sheet-Software, die machen wir auch noch mal eben schnell. Ne? Easy going. Richtig easy. So, hier könnte ich auch mal 1,5 Millionen pro Monat zuweisen. Dann geht das auch mal richtig ab. Ne? Dann... tut sich da auch mal was. So, Auftragsarbeit, gibt's neue? Ich versuch da mal. Ich glaube aber, schaffe ich nicht, oder? Oder doch, doch, könnte ich schaffen. Doch, schaffe ich sogar. Lol. Okay, dann machen wir halt einen Film. Okay. Oder? Oh, oh. Ah, doch, schaffe ich, glaube ich. Zwar so eben, aber schaffe ich. Oh, jetzt auch noch die Messe. Wäre geil, wenn jetzt weiterlaufen würde. So, wenn der Messe könnt ihr nichts tun, weil jeder mitkommen muss. So, 2,3 Millionen fast. Damit bin ich ja wohl wieder Erster. So, fickt euch, die anderen Spielehersteller. Okay, gibt es noch eine Auftragsarbeit? Nein, die habe ich alle durchgerotzt. Was könnte ich denn mal noch erforschen hier? Er erforscht mal noch was. Moralische Entscheidung, umfassende Erzählung, interaktive Erzählung? Nein. Realistisches Wetter kann er hier mal erforschen. So. Er kann noch mal trainieren, aber ach scheiße, ich wollte ja eigentlich 200 Forschungspunkte dafür sammeln, ne? Okay, Publisher-Vertrag. Mindestbewertung 4, 6, 5, 4. Irgendein Thema, irgendein Genre. Spielgröße Mittel für alle. Okay, dann machen wir doch mal, Sci-Fi ist für alle und, Casual. Das machen wir mal auf der M-Box, auf der Playsy und auch am PC. Die Spielengine 7 nehmen wir dafür. Kann ich nicht größer machen? Nee, schade. Das ist dann
Cyclaus. Oder nee. Klaus bei den frigiden Space Amazonen. So, Space Amazonen. So, bei den Frigid Space Amazonen. So heißt das Spiel jetzt.